Wow, indem er sagt, ich kann mich immer auf mich verlassen, ist mal sein Test dann beendet, oder Ja, wie? genau. Jetzt das war scheinbar gerade Abraxas oder sowas in der Reihe. Meister. So, es geht gleich wieder zu den Feuerameisen. Nicht schon wieder. Aber das ist eine hervorragende Stelle, um dann später den Part zu cutten. Ja. Money! Money! So nennt man was? So nennt man sich. So nennt man nicht zu weinen. Seit wann spricht Mani so? Erinnere dich, Mani. Erinnere dich an deine Jugend, die Zeit in eurem Dorf. Ich erinnere mich. Wie alt ist Mani eigentlich? Das wissen wir nicht. Dann erzähle uns von deinem Bruder, der genauso aussieht wie du. Manu und ich sind Zwillingsbrüder. Er ist der Ältere. Und was habt ihr den ganzen Tag über gemacht? Etwa Frauen vergewaltigt? Wie kleine Kinder? Bisons jagen, Bären sammeln, Pferde reiten, Frauen foltern. Hast du nicht etwa etwas vergessen, Mani? Nicht nur foltern. Öffne ruhig meine Wunden und streue Salz hinein. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oh, ich würde gerade so gerne facepalmen, aber ich habe leider meine Facecam nicht an. Deswegen ist es, Alter, wirklich, er musste diesen Spruch unbedingt. Ist er wirklich, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum Mani ein Indianer ist. Zu dem Zeitpunkt der Entwicklung war Mani vielleicht gar kein Indianer. Nur an der Stelle dachte er so, Moment, das wäre gerade der perfekte Spruch. Ich mache aus Mani einen Indianer. Es hat null Mehrwert als der Indianer. Das ist ja irgendwie das krass an der Sache, ja? Ja, natürlich nicht, weil wenn er ein richtiger Indianer wäre, dann müsste er irgendwie, keine Ahnung, kulturelle Aspekte oder sowas irgendwie vermitteln, dass der Spieler auch wirklich merkt, wow, das ist ein Indianer, dann hat sich der Entwickler Gedanken gemacht und wirklich ein bisschen nachgeforscht. Aber er kann doch GFs über das Skillbrett beschwören, wusstest du das nicht, dass das können Indianer nicht, nein. Vor allen Dingen auch nicht, was da irgendwelche typischen Geister ruft, so die Indianer hatten, sondern nein, GFs. Ifrit zum Beispiel. Das ist auch der einzige, den wir jemals hatten und der war scheiße. Ich habe mit diesem Teil meiner Vergangenheit schon lange abgeschlossen. Er ist nicht mehr von Bedeutung. Oh doch, das ist er. Erinnere dich. Erinnere dich an den Tag, als ihr das Mädchen traf. Das eine. Ich dachte, die machen das andauernd. Ja. Vor allem, wir hatten diese Szene vor 2 oder 3 Parts erst. Jetzt haben wir schon wieder ein Flashback darauf. Das ist ja genauso wie in einem Anime. Steve, weißt du noch, was gestern passiert ist? Nein, bitte zeig es mir in 5 Minuten. Aber wirklich in 5 Minuten. Und ich fand es mal so geil, das war für mich so der Höhepunkt, wo ich glaube, es war in der Namek-Saga, wo es bei 5 Minuten Flashback kam, die Folge lief und in der Folge ein Flashback drauf passiert, was in der Folge passiert ist. So geil. Ja, ja klar, am besten, genau, du zeigst dann in der Folge nochmal das, was du im Intro schon gezeigt hast. Also, es war wirklich in der Folge ein Flashback. Richtig geil. Und es gab auch irgendeine Sie-Folge, wo mal ein Flashback, oder war es Digimon, ich bin nicht ganz sicher, wo ein Flashback im Flashback war. Das gibt's bei wahrscheinlich einigen Animes. Die auch so geil. Komm her. Warum hat Mani jetzt gerade keine Klamotten an? Nein, ich will nicht. Du weißt, ich kriege dich. Also versuch lieber gar nicht erst davon zu laufen. Naja, das ist klar, das ist der Mani aus der Vergangenheit. Damals hat Mani noch keine Klamotten getragen, sondern nur eine Hose. Was ist los, Bruder? Wirst du nicht einmal mit einer kleinen Squaw fertig? Das ist jetzt genauso wie bei Vampire Stone 2, wo man irgendwie dieselbe Szene irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen erlebt hat. Komm, wir binden sie auf den Hügel der Feuerameisen. Und wir werfen sie mit Pferdeäpfeln. Warum sollte man sowas tun? Ich dachte, die wollten die vergewaltigen. Das ist so dumm. Das ist so bescheuert. Also jetzt ist es wirklich, das ist so mystisch. Die hat sich wahrscheinlich gedacht, Moment, Vergewaltigung ist vielleicht doch ein bisschen zu hartes Thema, als dass man das in einem Megaspiel ansprechen könnte. Ich mache da lieber wirklich kleine dumme Jungenstreiche draus. Das ist so bescheuert. Feuerameisenhügel. Ich habe beim letzten Mal ja gescherzt. Ich habe mir beim letzten Mal was ja nur ein Ameisenhügel. Ich dachte mir, okay, ja. Ameisen sind halt zu harmlos. Nein, Steve, das war dein Unterbewusstsein, weil du das Let's Play schon mal gesehen hast. Dein Unterbewusstsein hat dir gesagt, Feuerameisen. Ey, aber es ist so dumm. Vor allem mit Pferdeäpfeln bewerfen. Really? Bewerft euch mal lieber selbst mit Pferdeäpfeln. Nein, nicht Pferdeäpfel.
Doch, das machen wir. Am letzten Mal wollte Mani das nicht machen. Ja, das ist jetzt Alternate Reality. Na, Mani, erinnerst du dich noch daran, wie das vor 2 Episoden war? Moment, das war doch völlig anders. Nun, Mani, jetzt hast du die Geschehnisse von damals wieder klarer vor Augen, nicht wahr? Ach so, letztes Mal war es nicht so klar, deswegen hat er sich falsch erinnert. Ach so, natürlich, wenn das so ist. Ja. Eine Sache fehlt noch. Was geschah mit dem Mädchen? Sie hat die Feuerameisen nicht überlebt. Noch viel, viel dümmer. Aber wirklich, warum sollten die beiden das tun? Ja. Er gibt überhaupt keinen Sinn, zumal zu dem Zeitpunkt sind sie vielleicht irgendwie 2-3 Jahre jünger, wenn überhaupt. Ja. Und als ihr Geschrei und Gebettel endete und ihr feststellen musste, dass sie tot war, was habt ihr da getan? Wirklich? Ich meine, warte mal ganz kurz. Ich meine, die wird ja nicht einmal einfach so gestorben sein, sondern ich meine, diese Feuerameisen werden sie ja echt extrem massakriert haben. Die Sache ja? ist aber auch, dass wenn du von Feuerameisen getötet wirst, dann dauert das wahrscheinlich ziemlich lange. Weil ich meine, letztlich, die Ameisen werden wahrscheinlich Teile deiner Haut abtragen und dir in den Bau bringen als Nahrungsmittel oder was auch immer. Werden die nicht irgendwie auch Zeug von dir entfernen? Ich meine, letztlich, was machen denn die Ameisen? Wie töten die dich denn? Sag mir das doch mal. Ich denke mal, dass eine Feuerameise irgendwelche Gifte in dich reinpumpt oder so. Und dass sie wahrscheinlich davon ganz oft gebissen wurde oder so. Ich muss jetzt gucken, wie. Ich denke mal, Feuerameisen. Ja, von einer giftigen Gift Ameise so. Habe ich irgendwie noch nie was gehört. Doch, Feuerameisen sind, glaube ich, schon ziemlich. Ich habe gerade Wikipedia offen, weil ich Hindenburg... Dann gib einfach mal ganz kurz Feuerameise ein. Warum auch immer ich gerade eine Seite von Paul Hindenburg offen habe, aber ich gebe mal ganz kurz... Weil du stolz auf Geschichte bist, Steve. Feuerameise. Reisen ein. Und ich denke mal, dass sie irgend so einen... Du hast mir gerade vorgeschlagen, Wikipedia, warum sagst du jetzt, Feuerameisen gibt es nicht? Steve denkt sich schon wieder Feuerameisen aus. Los, komm schon, so, okay. Die Zuschauer warten okay. Und... So, ich hab sie, Merkmal ähnliche Artenverbreitung, Lebensweise. Sind die giftig oder nicht? Ich denke mal schon, dass die irgendeinen... Ich habe noch nie was von giftigen Ameisen gehört, deswegen wundere ich mich gerade extra. Also ich meine, dass Feuerameisen gefährlich sein können. Ja. Ja, vielleicht, weil die halt irgendwie... Also die werden wahrscheinlich irgendwie auch Säure und sowas haben. Pass auf, okay, ich weiß warum. Also, diese Ameisen hinterlassen an ihren Bissstellen in den menschlichen Haut kleine... Eiterpusteln. Und beim Einstich einen brennenden Schmerz. Genau. Ja, so kenne ich das Zeug auch. Das starke Gift der Feuerameisen kann allergische Reaktionen auslösen. Es besteht die Gefahr eines Schocks. Ja, super. Sprich, die war also allergisch und ist deswegen gestorben. Ach, komm schon, also von Feuer, also wirklich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass du von Bienen getötet wirst als von Feuerameisen, aber na gut. Wir haben es kurz geklärt, sie sind nicht wirklich giftig, also zumindest nicht für normale Menschen. Ich kannte das halt nur, dass es halt ein Gift ist, was den reinpumpen halt, ne? Wir haben die Leiche in den Fluss geworfen. Achso, ich dachte schon, die hätten die Leiche noch vergewaltigt. Gut, dann bin ich ja beruhigt, wenn sie die nur in den Fluss geworfen haben. Dann ist wirklich alles in Ordnung, oder Steve? Was sagst du dazu? Ja. Und ist das nicht nach eurem Kodex, nach dem Kodex eures Stammes ein unehrenhafter Weg in die Jagdgründe? Ja schon, aber das war halt nur ein dummer Jungenstreich. Ein Weg, der nur Verrätern und Verbanden vorbehalten sein sollte. So ist es. Vor allem, wir wurden das ganze Spiel über nicht damit konfrontiert, dass Mani sowas gemacht hat. Ja, ist das jetzt gerade real oder ist das jetzt hier irgendwie einfach nur... Also Mani ist wirklich ein Mörder. Also beide sind Mörder jetzt. Also wir wissen jetzt, wir spielen zwei Mörder. Wir spielen zwei Einmal. Mörder, zwei Mörder ohne Reue. Ja, das ist krass. Das Und was geschah, als der Häuptling davon erfuhr? Warum erfuhr er davon? Mein Bruder stritt alles ab und lud die Schuld auf meine Schultern. Und der hätte Mani nicht einfach sagen können, nein, es war alles seine Schuld. Ja. Und ich wurde dafür aus dem Stamm verbannt. Und dann hat er, warte Gott noch, aus Rache seinen Bruder noch ermordet. Also den nächsten Mord. Ja, natürlich. Aber genau so läuft das ja auch. Und Hof hat dabei geholfen. Ja. Wow. Genau. Und jetzt ziehen die beiden durch die Gegend und bringen andere Leute um. Und das Lustige ist ja, Hof bringt also zuerst den einen Wissenschaftler um, um Energie zu bekommen. Reißt er dann diese 100 Jahre in die Vergangenheit und bringt dann noch diese Bauernfamilie um. Also auch wieder einfach Mord, Mord und so weiter. Aber ich finde das aber trotzdem ganz cool, weil euch wenigstens mal konsequent gezeigt, dass wir einfach mal Arschlöcher spielen. Das hat zwar irgendwie über 20 Parts gedauert, aber hey. Ja, also wirklich null Reue, ja. Null Reue hat diese Charaktere. Und wir hatten auch bisher gar keine Ahnung, dass die so krass drauf sind. Also wir mit Embryonen experimentieren, das ist eine Sache. Das machen viele, ja, aber... Ja, aber selbst ein Eric Cartman macht das, ne?
Gut, der macht ziemlich viele Dinge, die wahrscheinlich nicht so ganz korrekt sind, deswegen sollte der vielleicht nicht unbedingt das Beispiel sein, aber na gut. Was gleichbedeutend war mit dem Verlust jeglicher indianischer Ehre. Du warst ein Nichts, Vani. Schweig! Spring dich sonst um! Das wäre eigentlich am allerbeste. Ich werde alle umbringen, die sich mir den Weg stellen. Ich habe diese Prüfung schon einmal bestanden. Und ich werde es wieder tun. Ich ignoriere einfach alles, was ich getan habe. Das Lustige, die bestehen die Prüfungen, indem sie ignorieren, was sie getan haben. Ja. Aber, das ist ziemlich cool eigentlich. Die können das einfach ausblenden. Die sind so abgrundtief abgestumpft einfach. Die sind wirklich abgrundtief abgestumpft, ja. Und böse natürlich auch. Ich habe meinen Bruder bereits zur Rede gestellt und ihn umgebracht. Mein Herz ist rein. Er ist zur Rede gestellt, der hat ihn getötet. Ich leugne nicht, was ich tat. Doch ich leugne die lebenslange Schuld daran, die du mir aufzwingen willst. Genau, du bist lebenslang schuld daran. Wir müssen mal nachgucken, was das deutsche Gesetz zur Verjährung eines Mordes sagt. Oh Mann. Mein Glaube an die Ehre ist stark. Und mein Leben ab diesem Zeitpunkt war redlich. Singt er darum durch seine Sprache, oder wie? Deine Vorwürfe haben keine Macht über mich. Ich ignoriere alles weg. Das ist so geil. Tja, wir haben es auf jeden Fall hinter uns, so wie es aussieht. Glaubst du das wirklich, Vani? Ich sehe die Schuld an deinem Herzen nagen. Niemand wird je ganz abstreiten können, was er früher war. Niemand. Wir werden sehen, ob du es wagen kannst, dir im Spiegel in die Augen zu blicken. Klar, warum nicht? Bin ich jetzt ein Vampir oder was? Das ist der Feind Boss, oder was? Oh mein Gott! Ich heile mich erstmal. Bekommt jetzt mal einen Schaden, wenn man draufhauen? Ich weiß es nicht, aber ich werde mich erstmal heilen. Vielleicht bekommt der gegnerische Mani ja Lebenspunkte, wenn wir draufhauen. Oder? Ich würde es cool finden, wenn man hier, dass es ein Mani ist, ne? Und man da drauf ist, dann auch Mani Schaden bekommt. Das wäre jetzt irgendwie logisch, oder? Den Spell kann Mani auf jeden Fall nicht. Ja. Also deswegen war das ja gerade eben schon wieder Lug und Betrug. Na gut. Ich denke mal, wenn wir Mani jede Runde 500 Schadenspunkte machen, ist das schon ganz ordentlich. Ja, genau. Bringen wir Mani um. Vorbei. Denn Mani kann den anderen. Aber guck mal, der andere Mani trägt ja scheinbar. Ein Schwert, ja. Das ist irgendwie ziemlich inkonsequent. Ja, das finde ich auch sehr schade. Ich meine, die anderen Sachen, die teilen wir uns, ne? Ich meine, Mani und Hof stecken in derselben Rüstung. Ja, genau. Nein, vielleicht deswegen, weil es beide Mörder sind, dass wir das einfach so ein bisschen symbolisieren. Beide sind Mörder, beide haben keine Reue. Ich hoffe, er bleibt auf jeden Fall in der Mani-Form, weil in der Mani-Form macht er nur 50 Schadenspunkte, wenn er angreift. Aber er wird sich bestimmt irgendwann noch in den guten Chevalier Hof verwandeln. Ja, denn er muss ja auch noch in den Spiegel schauen. Auch wenn der Name ein totaler Quatsch ist, Hof ist doch ein Arzt. Oder? Chevalier, hätte ich jetzt gesagt, ist einfach französisch für Kavalier oder auch nicht? Ich hätte mich mit dieser Sprache, ja, also... Ich hätte ja gesagt, dass du am besten googeln kannst, aber ich weiß, du willst nicht, dass in deiner Google-Historie irgendwie was Französisches drin ist. Und dass am Ende werden dir noch Sachen auf Französisch vorgeschlagen. Ja, das kann ich nicht riskieren. Aber jetzt verwandelt er sich bestimmt in den Hof. Nö. Nein. Sich einfach nur in sich selbst. Möchte man nur jetzt Schaden zufügen? Wow. Das war auf jeden Fall gerade der beste Angriff, den Mani jemals in seinem Leben gemacht hat. Doch, wenn er quittet, macht er immer so viel Schaden. Über 450, wirklich? Also ja. Ich glaube, so viel haben wir davor nicht gemacht. Da hatten schon mal, glaube ich, irgendwie so nicht 450 Schaden gehabt. Der macht auch mit einem normalen Angriff wesentlich mehr Schaden. Der Gegner hat weniger Rüstung. Der Gegner ist einfach nur super schlecht. Der macht ja weniger Schaden als der andere Mani. Das Lustige ist, dass man in der ersten Gen Pokémon, ja, mit einem Volltreffer weniger Schaden machen konnte, als ohne Volltreffer. Wie meinst du das? Wie geht das? Ganz einfach. In der ersten, in der ersten Generation wurden bei Volltreffern sämtliche Statusveränderungen ignoriert, also auch eigene Buffs. Wirklich? Ja. Das ist ja witzig. Erst auf der zweiten Gen ist es so, dass halt eigene Buffs nicht ignoriert werden, sondern nur gegnerische Buffs ignoriert werden. Das ist ja wirklich oder, richtig. Oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so war, oder ob es so war, dass einfach nur Senkungen vom Gegner ignoriert wurden. Ich bin mir einfach jetzt nicht 100% sicher, also wie es jetzt genau in der Berechnung war. Also es ist auch möglich, dass sozusagen Statusänderungen, also in Form von
Du hast noch den Kreideschrei gemacht und seine Verteidigung zweifach gesenkt, dass das ignoriert wurde oder dass Babs ignoriert wurde. Ich denke, dass beides einfach ignoriert wird. Oder beides sogar ignoriert wird. Also das wäre jetzt für mich so am konsequentesten. Aber wie gesagt, die erste Jane war da eh, wie gesagt, die hat ja die Crit-Chance mit Hilfe deiner Initiative berechnet. Und wenn dann eine Attacke eine erhöhte Crit-Chance hatte, wie der Schlitzer von Sobidikan, dann könntest du dafür sorgen, halt, dass du das immer gekürtet hast. Ich glaube, Snobidik hat mit Schlitzer irgendwie eine Chance von 255, 256 zu kritten. Ja, ich weiß auf jeden Fall, bei Pokémon Stadium waren einige Pokémon ziemlich gut. Ja, und Snobidik war ja kompetitiv damals Tier 1 zu Gen 1 Zeiten deswegen. Also ich weiß, dass einige Normal-Pokémon besser waren, als man es in-game gedacht hätte. Und Tauros hatte auch noch irgendwie eine 60% Crit-Chance mit Hyperstrahl oder so. Und auf dem Game Boy war es ja auch noch so gewesen, dass wenn man mit Hyperstrahl einen Gegner besiegt hat, man sich nicht aufladen muss. Das hast du im vorletzten Part auch schon gesagt, ja, Steve. Ja, was einfach so komplett OP ist. Wirklich, ich beginne mittlerweile diese komische Theorie von diesem bescheuerten Matrix-Kinofilm irgendwie zu glauben. Ja, du bist wahrscheinlich auch nur irgendein Maschinenprogramm, das immer nur dieselben 30 Sachen sagen kann. Ja, ich glaube, wir haben... Vorschlag, du nimmst am besten ein Getränk in die Hand und lässt die Zuschauer erstmal raten, worum es sich dabei handeln könnte. Oder, das hast du aber schon irgendwo auch noch einprogrammiert. Dafür muss aber der Timer im Hintergrund erstmal weit genug gelaufen sein, dass das wieder kommt. Das Problem ist ja tatsächlich, ja, ich behaupte mal, wenn man irgendwelche tatsächlich sehr lang aufgenommene Projekte nimmt, wie zum Beispiel irgendwann mal unser Bloody Platin-LP, was die noch fertig aufnehmen werden, ja. Der war richtig gut, Steve. der war auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also, ich meine, schau mal, das Bloody Platin-LP haben wir über 2 Jahre oder so aufgenommen. Ich will nicht wissen, wie oft wir uns wahrscheinlich da wiederholt haben. Wahrscheinlich nicht so oft, weil Zapdos haben wir nur ein einziges Mal getötet. Und Lavados hat uns auch nur ein einziges Mal irgendwie eine Stunde lang hingehalten. Ja, das ist so geil. Ich hab das einfach getötet, ja. Mann, okay, fangen wir später. Ja, wir hatten ja keine Ahnung, dass wir es töten. Ja. Oh, hat er jetzt Hof getötet? Phoenix einwenden. Genau. Wow, 138, das ist ja richtig, richtig fett. Ich gebe ihm direkt mal einen Sharpwurz. Ich kann ja immer nur sehr schwer einschätzen, wie lange die Kämpfe hier theoretisch dauern können. Ja, ja. Aber wenn das hier der Final Boss ist, was er wahrscheinlich nicht ist, weil ich wüsste nicht... Schenken wir Agamil, wird ja auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ich wüsste halt nicht, warum das hier der Final Boss sein sollte, so ungefähr. Ne? Deswegen ist es so... Ja, genau. Das Spiel ist halt aber ein bisschen in der Hinsicht ein bisschen verwirrend auf jeden Fall. Ja. Mit Mani möchte ich garantiert keine Technik verwenden. Ja, noch keine Technik, oder? Ja, deswegen meine ich ja. Es wäre schön, wenn wir eine hätten, weil dann könnte ich die ja auch verwenden. Ja, könnte ich dem Gegner hier richtig, richtig viel Schaden machen. Weil in der Form hier bekommt er den meisten Schaden, dann lohnt sich's richtig. Vielleicht hätte man doch mehr mit dem Skillbrett ein bisschen rumexperimentieren müssen, bis man irgendwie... Das Problem ist, jetzt will ich es eigentlich aus Prinzip nicht mehr. Nee. Ja, ich muss eigentlich durchziehen ohne Skillbrett. Und wenn wir den letzten Boss nicht schaffen sollten, dann kann man immer noch sagen, okay, wir machen mal kurz Skillbrett, geben uns mal Skills. Ne? Aber vorher sehe ich da jetzt keinen Grund drin, ne? Also wie viele HP können die Gegner maximal haben? 99, 99, 9? Naja, da es ein eigenes Kampfsystem ist, kann man da jetzt erstmal nicht von ausgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da jetzt das Maximum denn ist. Es könnte es ja auch 99.999 sein. Das war ja meine Frage, deswegen habe ich gesagt 99, 99, 9. Also ich denke mal, dass es weiterhin 9.999 sein wird, ja. Das Problem ist halt, ich weiß, dass alle Monster nur Platzhalter-Monster sind in der Database. Naja, klar, und deswegen kann man sich das nicht richtig angucken. Wir hatten das ja schon mal, wo du gemeint hast, dass wir irgendwie einen Gegner verändern können und... Genau. Das hätte nicht so gut funktioniert. Sehr gut. Genau. Also, es ist halt eher nervig. Vor allem das Witzige ist, als Mani hat er ein Schwert und als Hof hat er gar keine Waffe. Ja. Er ist tot. Wow. Ja. Die haben die Prüfung bestanden. Was für ein Spiel ist das hier? Doch nicht etwa Tunguska, Tor der Zeit. Ich wollte eigentlich Legacy of Dream spielen. Steve, das ist das falsche Spiel. Ja. Jetzt wissen wir, was der Engel mit ihr müsst rein Herzens sein meinte. Dass wir irgendjemanden töten? Schon wieder? Wie wir es so oft in unserem Leben tun? Rein böse. Stimmt. Bestimmt irgendeine psychologische Falle, die uns den Wahnsinn zum Fraß vorwerfen sollte, aber wir haben sie einfach gnadenlos abgemetzelt.
psychologisch, Meister. Ich verstehe kein Wort. Manchmal ist das vielleicht dein Glück, Mani. Nanu, nanana, hopsasa. Tja, ich schätze, man erwartet uns bereits. Aber jetzt geht's zum Final Boss, sozusagen im nächsten Part, okay, im genau, Finale. Ich würde aber kurz vorschlagen, dass wir an der Stelle erstmal einen kleinen Cut machen. Ich gucke mal kurz nach, wie das so auch bei uns aussieht mit Items noch. Genau, ich würde sagen, wir heilen uns mal ruhig einmal komplett. Also gib mal hier Krugwurz. Ich guck gerade nur, naja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was. Genau. Haststein. Was macht der eigentlich? Klick mal drauf. Der klingt eigentlich und dann gut. Ein Haststein hat im Kampf magische Fähigkeiten. Da er von Natur aus feige ist, verringert er, sobald er im Inventar zu finden ist, den Zeitwert der Helden um je 5 Punkte. Er ermöglicht so häufigere Angriffe. Ah, okay, also deswegen sind wir schneller. Scheinbar. Okay, weil wir Haststeine haben. Wo haben wir die eigentlich her? Irgendwann im Spiel mal gefunden, nehme ich an, ne? Also. Okay, dann heile dich mal mit Krugwurz, gib mal hier Mani 1. Ich gebe Mani auf jeden Fall mal, genau. Hä, jetzt haben wir noch 7. Und meine Frau auch schon. Achso, okay, gut. So, okay. So, dann ist auch der Steve zufriedengestellt. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part dann würde ich sagen, dass wir uns über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und dann sagst du... Tschö, tschö. Und im nächsten Part? Das große Finale. Tunguska-Tor der Zeit.